Guck mal, die machen keine Rettungsgasse. Was ist denn hier los? Die typisch Engländer hier. So ein arrogantes Volk hier. Aber gut, dass wir keine Vorurteile haben. Wer ist da? Bagley hier. Wie lief's denn vorhin so? Ausgezeichnet. Vielleicht sogar Verstärkung für uns. Bereit? Bereit. So, alright. Das ist unsere Sanitäterin, die wir jetzt neu haben. Und ich habe euch ja gesagt, heute holen wir uns die Zauberin. Dazu müssen wir aufs Touchpad und in die Mission. Und heute holen wir uns die Zauberin, definitiv. Und die ist, wo ist sie denn? Wo ist denn die Gute? Wo ist denn die Gute? Oh, müssen wir weiter runter. Rekrutierung. Da ist sie. Die Mattie Anderson. Genau. Ja, guck mal, die ist sogar DedSec wohlgesonnen und könnte sich ihnen anschließen wollen. Sprich mit ihr, um mehr herauszufinden. Genau. Das machen wir doch direkt. Warte mal, ich glaube, die hat sogar ein Auto. Die hat sogar einen eigenen. Mit der können wir mit dem Sanitätsauto fahren. Und wo haben die das abgestellt? Hä? Ach so, sind wir auf der. Ach, da oben. Na toll. Ja, vielen Dank auch. Aber dann, genau. Guck mal, die Altfrau, die kann noch rennen hier. Hi! Mona Magnesium Moni. Mona Magnesium Moni. Da muss man erst mal gucken, was für Wörter da zusammen gehören. Aber ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Grüß dich, hallo, willkommen. Ach, sag mal, jetzt renne ich da. Warte mal, hier ist die Brücke. Komm ich da hoch? Ja, nice. Ei, scheiß. Da kommt sie aber nicht mehr hoch. So, okay. Komm ich da irgendwo? Stellen die mir das Auto direkt auf die Brücke? Das ist, ist ja auch ein Witz. Warte mal, hier können wir aber hoch. Hier können wir nochmal hoch. Und dann. Ja, hier ist die Brücke, genau. Ah, sehr schön. Sehr schön. Und da vorne steht unser Auto, genau. Was machen Sie da? Also, ich mache Watch Dogs Legion. Das ist ein Open World Action Adventure. Das spiele ich jetzt gerade und beziehungsweise ich streams, ja. Oder beziehungsweise ich streame es während ich spiele. Und ja, in diesem Spiel geht es darum, dass London im Prinzip von einer privaten Gesellschaft quasi kontrolliert wird. Also der totale Polizeistaat, könnte man sagen. Totale Überwachung. Was ja uns auch blühen kann, was wir hoffentlich nicht wollen. Ne, so Zukunftsgedönse. Ja, und bevor das, und wir sind halt DedSec, das ist so eine geheime Hackergruppe und die ist so eine Art Widerstand, die stellt sich halt gegen die Staatsmacht, dass die totale Kontrolle nicht obsiegt, um das mal so schön zu sagen. Ja, so viel beziehungsweise in nur einem Satz, ja, beziehungsweise, gell, genau. Also ein Spiel, ja, genau. Richtig, das ist ein Spiel. Richtig, genau. Achso, ich hatte, warte mal, ich wollte noch markieren. So, da haben wir es. Da müssen wir hin. Oh mein Gott. So. Was ist das? Hä? Was ist das? Das muss ich mir mal genauer angucken. Was gibt's denn hier? Unsettler, aha. Ach, das ist das Regalia-Theater. Ist hier nicht eigentlich der Zauberer? Oh, guck mal, wen es da gibt. Das ist ja fast noch besser. Dann holen wir uns den. Den will ich rekrutieren. Der ist gut. Können wir uns den rekrutieren? Wir können uns mal einspeichern. Eine lebende Statue ist nur ein kleines bisschen besser als ein Pantomime. Und das liegt doch nur an der Schminke. Ja, nein. Ich nehme an, Straßenmusik wäre auch was für DedSec. Gibt schlimmere Nebenjobs.
Ja, geil, den haben wir uns schon mal gesaved. Oh, warte mal, hier, die. Die sieht ja auch nicht gerade ohne aus. Warte mal, da gucken wir uns mal an. Poetin. Hat 7 Kreditkarten, die bis ans Limit ausgereizt sind. Nice. Kaufsüchtig, kauft gelegentlich Kleidung. Langfinger, Edo-Diebstahl beim Ausschalten. Ja, gut, die können wir. Ja, ich weiß nicht. Ob wir die unbedingt brauchen können. So, okay. Ja, ist ja gut. Beruhigt euch wieder. Ja, auf, weiter. Hallo. Ist London. Ist London. Ist Rush Hour in London gerade. Ruhig. Bleiben Sie ruhig. Dann passiert Ihnen auch nichts. So, lala. So, da müssen wir rechts ran. Oh, geil, Blaulicht, genau. Hätte ich ja die ganze Zeit nutzen können. Aus dem Weg, aus dem Weg. Wir sind im Einsatz, hallo. Aus dem Weg. Contenance, Etikette. Träume, Hoffnungen, Wünsche, Ambitionen, sie sind komplex, also sind wir komplex. Okay. Komplex. Neue da ist er, da ist er. Hoffentlich haben wir sie jetzt nicht verschreckt. Kommen Sie ran, kommen Sie her. Oh Gott, ich glaube, wir haben... Nee, wir können mit dir reden. Geil, wir können mit dir reden. Ich habe den Eindruck, dass du bereit bist, für London zu kämpfen. Krass, bist du von DedSec? Ich könnte eure Hilfe gebrauchen. Wir geben unser Bestes. Um welche Angelegenheit geht es denn? Albion hat jemanden, den ich kenne, bei einer ihrer unangekündigten Razzien aufgegriffen. Ohne Papiere endet das übel. Keine Sorge. Mittlerweile ist es für uns ein Kinderspiel, Leute aus Albions Fängen zu befreien. Wenn es nur das wäre. Aber London ist voller Kontrollpunkte und ohne Papiere wird sie bloß wieder eingebuchtet. Wir brauchen einen Pass. So ein schicker, wie sie die Kellys verkaufen, sollte gehen, oder? Gut, wir sollten keine Zeit verlieren. Die Kelly Danke. Family. Hilf mir dabei. Die. Und du wirst es nicht bereuen, wenn du weißt, was ich meine. Die Kelly Family verkauft Pässe. Jetzt wird mir einiges klar. Bradley, ein wenig Hilfe, mein Lieber. Ach, guck mal. Clan Kelly bringt die gefälschten Pässe immer wieder woanders unter. In einem ihrer Lieferautos sollten wir eine Ladung finden. Ich habe auch die Albion-Einrichtung lokalisiert, in der die Freundin unserer Klientin da festgehalten wird. Ja. Ist angekommen. Da habe ich mich zusammengerissen drüber. Guck mal, zu wem wir hin müssen. Zu Matti. Aha. Rette Freundin, rette ihre Freundin. Rekrutiere Matti Anderson. Ach so. Ach nee, das ist die. Ach, die heißt Matti. Also Matti heilen. Mit laufendem Sondersignal hast du besonders Sonderwegerecht. Ist legaler als über Rot oder. Ja, genau. Deswegen. Aber wir müssen zu zwei Dingern. Was ist näher? Was ist näher? Na, das ist, glaube ich, näher. Hä? Stiehl das Fahrzeug mit den Pässen. Was ist das andere? Aber wir stehlen erstmal das Fahrzeug. Ist doch kein Problem für uns. Der Blaulichtfahrer, schönen guten Abend. Steht der Stuhl noch? Ja, der Stuhl steht noch. Hallo. So, jetzt geht's ab. Hallo, Kollege. Servus. Guten Tag. Guck mal, die machen keine Rettungsgasse. Was ist denn hier los? Die typisch Engländer hier. So ein arrogantes Volk hier. Aber gut, dass wir keine Vorurteile haben. So. So. Die Engländer sagen ja übrigens, habe ich das schon mal erwähnt, die Engländer sagen übrigens, dass die Deutschen das hässlichste Volk auf der Welt wären. Da sage ich nur, oh, guck dir mal so manche englische Serie oder englischen Film an. Oder guck dir einfach mal Harry Potter an. Harry Potter, da ist kein einzigster hübscher Mensch dabei. Ja? Also... Hermine, und das ist ja ein Weib, ja gut, die muss man mögen, ne? Also, ich bin jetzt auch kein großer Emma Watson-Fan, aber guck dir mal die Pubis an.
Die sind doch nicht hübsch. Ich sag nur Ron Weasley. Da ist Dobby noch schöner. Richtig, ja, ne? Oder? Ja, ist ja so. Ist doch so. Ja. So. Okay. So. Oh, wir haben Glück. Im Kofferraum eines Lieferautos auf dem Gelände ist eine Kiste mit gefälschten biometrischen Pässen. Okay, sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Emma ist hübsch. Ja, gut, Emma. Ja, gut. Ja, ich sah ja die eventuell noch, ne? Aber ich meine ja jetzt die Kerle jetzt. Ich glaube, die trinken zu viel Tee. Das kann natürlich. Das ist das Fahrzeug, nach dem du suchst. So, warte mal. Ich guck mal, ob wir über die Container kommen. Ne, da kommen wir schon mal nicht weiter. So, wir könnten aber direkt da drüber steigen, ja, ne? Oder? Ja. So. So, boom! Oh oh. Oh oh, die kommt jetzt daher und sagt, oh, da ist was, Ah, da sind die Pässe. Oh. Komm her. Jawohl, zack. Hier, in your Fressbrett. So, zack, komm. Ja, oh, Alter, wie viele sind da noch? Hilfe! Ich komme hier nicht weg. Oh Gott. Wie, sie holt ihre Waffe? Das haben wir nicht gewettet. Oh Gott. Oh geil! Jawohl! Wie geil ist denn das bitte? Oh Gott. Jana hat ihre Waffe rausgeholt. Oh Gott, jetzt haben wir nur bedingt jetzt Stress. Nur bedingt. Oh Gott. Oh Gott. Moment. Wo haben wir eine Waffe eigentlich? Ah, hier. Oh Gott. Kurz mal erholen. Gewalt ist doch keine Lösung. Okay, ich habe angefangen. Aber das mit dem Defibrillator war geil. So, nice. Also, passt auf. Legt euch nicht mit dem Sanitäter an, weil der könnte sein, dass der eine Uzi dabei hat. Alter, wo sind die denn noch? Oh Gott. Nein. Oh Gott. So, gut. Jawohl. Ich bin nicht erledigt. Du bist erledigt. Deine Mutter ist erledigt. Wenn ich mit dir fertig bin. Ey, was soll das hier? Das ist so ziemlich der Ah! Fall. Nein, wo ist das Auto? Nein! Das Auto! Scheiße! Nein, die haben. Die Ärztin tötet Leute und hilft keinen Leuten. Ja, gut, das ist ja eine Sanitäterin, ja? Das ist ja keine Ärztin, ne? Gut, dann dürfte sie eigentlich auch nicht den Defibrillator, oder? Dürfte? Nee, das dürfte. Da dürfen nur die Ärzte. Ja, stimmt schon. Ich erkenne die Lücke im System. Oder in dem. Okay, jetzt müssen wir jeder Agent wechseln. Oh Mann, Mist, jetzt haben wir die verloren. Sollen wir gleich den Hooligan nehmen, weil der kann dann ein paar Kumpels schicken. Genau, wir nehmen den Hooligan. Genau. Jawohl! Auf geht's. Ja,
Vor allen Dingen, die hat da noch Arthrose im Knie in dem eine, da, deswegen war die... Unser Mitglied braucht jetzt leider selbst eine Operation, anstatt selbige zu Ende zu bringen. Shit, hoffentlich nicht zu ernstes. Ich will niemanden aus dem Team verlieren. So, wir nehmen uns direkt eine Rolle. Haben wir jetzt eigentlich noch die andere? Oh nein. Oh nein. Heißt es jetzt, der Zauberer ist jetzt ewig, ist uns jetzt für Ewigkeiten... Nee, irgendwann haben wir den wieder. Irgendwann ist die wieder... Oh nein. Momentan können wir sie nicht mehr rekrutieren. Ach, so ein Mist. Egal. Fängt ja schon mal gut an heute. Ach so, wären wir mal zur anderen Adresse gefahren. Egal. Dann fahren wir hier hin. So. Ich muss es aber noch markieren. Ist doof. So. Kommt diese jetzt ins Krankenhaus? Ja, die ist jetzt genau so. Warte mal, ich kann es zeigen. Die ist jetzt hier im Krankenhaus. Warte mal hier. Ne, die ist schon wieder draußen. Ja, wie nice. Die ist schon wieder draußen. Ja, weil, das muss man dazu sagen. Das ist so meine Gruppe, die ich habe. Ich kann im Prinzip jeden in London rekrutieren für unsere Sache. Und da habe ich natürlich alle möglichen Leute. Sie ist zum Beispiel eine Fluchtwagenfahrerin. Sie ist eine Sanitäterin und sie ist eigentlich dafür verantwortlich, wenn andere Teammitglieder verletzt sind, dass die Abklingzeit, weil normalerweise, wenn die Teammitglieder verletzt sind, dadurch, dass sie halt beim Einsatz irgendwie zu viel Kugeln anbekommen haben oder zusammengeschlagen worden sind, haben die eine gewisse Abklingzeit, bis man sie wieder nutzen kann. Meistens so eine Stunde oder 45 Minuten. Die Sanitäterin sorgt dafür, dass die Abklingzeit kürzer ist. Das ist genauso wie er hier. Er ist ein Anwalt, weil es kann auch passieren, dass irgendeiner von den ganzen Leuten verhaftet wird und er kann sie dann wieder aus dem Knast rausholen. Also die Abklingzeit ist dann auch wesentlich kürzer. Sie hat sich selber wieder belebt. Ja, wahrscheinlich, genau. Sie hat sich selber wieder... wir nehmen die Agentin. Oder nee, Quatsch, wir haben ja ihn jetzt hier. Genau, den Hooligan. Der ist ganz lustig. Ja, wir haben eine bunte Truppe bisher. Wir haben eine Geheimagentin. Wir haben, was haben wir noch? Eine Sanitäterin, einen Anwalt, habe ich ja schon gesagt. Eine Fluchtwagenfahrerin, wir haben aber auch eine Fotografin, wir haben einen E-Sportler, ach alles Mögliche. Wir haben auch eine, die war obdachlos, der haben wir geholfen, die wollte unbedingt, dass wir die rekrutieren, weil sie Irene hieß, Irene Love. Das hört sich auch so ein bisschen an wie so ein Pornoname. Ja, aber gut. Oh Mann, das mit dem Zauberer, das nervt mich jetzt. Egal. Den kriegen wir irgendwie wieder. Aber die Statue, die holen wir uns safe. Also die lebende Statue. Weil das ist auch cool, wenn wir den als Agenten haben. Aber jetzt holen wir uns erstmal noch einen anderen Agenten. Ich glaube, das ist der... Wir holen uns, glaube ich, jetzt einen Geheimagent. Nee, Quatsch, nicht einen Geheimagent, sondern... Geheimagent haben wir ja schon. Weiß jetzt gar nicht, was das ist. Aber... Wir fahren erstmal hin. Wird in England aber wohl eher Irene ausgesprochen. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich weiß, aber ich habe die ganze Zeit Irene gesagt. Weil es halt war so witzig, weil Andy war da und ich sag, guck mal, eine Irene. Und da haben wir es auch noch einkleiden müssen. So, können wir uns hier hinstellen? Ja, safe. So. Hallo.